In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, miteinander im Gespräch zu bleiben. Die Herausforderungen, vor denen Wirtschaft und Gesellschaft stehen, sind existenziell. Die Maßnahmen, die nun festgelegt werden müssen, um diese Krise zu bewältigen, werden die Zukunft des Standorts Deutschland bestimmen. Im Rahmen der Reihe Auf Kurs bleiben, Wirtschaft und Politik im Gespräch, hatte die IHK Magdeburg am 10. Oktober 2022 zum Unternehmensdialog mit Staatsminister Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, eingeladen. Die Resonanz auf diese, auch online live übertragene Veranstaltung, war entsprechend groß. Groß auch die Sorgen der Unternehmer. Und es haben viele noch nicht verstanden, dass es nicht nur 5 Minuten vor 12, sondern 2 Minuten vor 12 ist. Und die komplette Wirtschaft braucht einfach jetzt auch verlässliche Rahmenparameter, damit wir auch fürs nächste Jahr planen können. Also wir können jetzt nicht mehr uns in Diskussionen verrennen und wir können jetzt auch nicht mehr uns versuchen wegzuducken, der unangenehmen Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Nach einem kurzen, recht allgemein gehaltenen Einführungsstatement durch den Ostbeauftragten ging es im anschließenden Forum direkt und ungefiltert um die brennenden Themen und das beeindruckte. Ist sehr interessant. Also ich schätze die IHK Magdeburg als einen sehr eindeutigen Gesprächspartner, die genau wissen, was sie wollen und auch für die eigene Verantwortung einstehen. Also mir auch klar sagen, was sie erwarten, aber dann auch sagen, den Rest machen wir. Und so war das heute Morgen auch. Also wir tun alles dafür als Regierung, dass dieses Land zusammenbleibt, dass wir die Unternehmen, insbesondere die Industrieunternehmen, erhalten. Deswegen werden wir den Gaspreis subventionieren. Aber es wird natürlich auch Kosten bei den Unternehmen hängen bleiben. Und ich setze auf die Innovationskraft der Arbeitnehmer, der Chefinnen und Chefs dort, dass sie da durchkommen. Das wird nicht ohne. Das ist eine harte Herausforderung, aber wir haben auch die Wende geschafft und die Leute haben danach ihr Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Ich setze darauf, dass sie das hinkriegen. Und was wird er dem Kanzler aus Magdeburg berichten? Ja, dass es ein klares Lagebild gibt und dass die Leute zügig Entscheidungen haben wollen, die dann auch stehen, auf die man sich als verlässliche Rahmengrundlage quasi verlassen kann und dann auch darauf auch sein Unternehmen aufbauen. Die komplette Veranstaltung ist auf dem YouTube-Kanal der IHK Magdeburg zum Nachschauen bereitgestellt.